Es fehl egyet. Heckscheibe ist heute dran, wird eingezogen mit einer neuen Dichtung, aber vorher müssen wir zuerst die Heckklappendichtung zum Kofferraum hin anbringen, ebenfalls neu. Und hier habe ich mir die Mitte rausgesucht, in der Mitte angefangen. Und man muss nur beachten, das ist hier gelocht auf der einen Seite. Das muss natürlich dann so montiert sein, dass unten die Löcher nach unten zeigen, dass falls sich hier drinnen Wasser sammelt oder bildet, das unten ablaufen kann. Letztendlich sind die Löcher aber nur dazu da, damit die Luft entweichen kann, wenn die Klappe die Dichtung zusammendrückt. Der Dichtungsgummi, der ist zu lang, also bewusst zu lang. Man sucht sich jetzt hier einfach einen Stoß, nimmt man die Mitte, wo das Ablaufloch ist, kürzt das entsprechend ein. Hier drin sind hier ist ein Metallklammern drin, braucht man also eine gute Schere oder einen guten Seitenschneider. Und dann ist original noch hier ein Stück Schlauch eingeschoben, sodass dann praktisch der Stoß hier noch fixiert ist, muss ich mir mal ein Stück passenden Gummischlauch suchen, der hier reinpasst. Und dann ist das Ende hier auch abgeschlossen. Mal gucken, wegen links und rechts. Hm? Wegen links und rechts habe ich jetzt erstmal. Wo willst du jetzt doch oben zuerst machen oder wo? Ich will erstmal rein ins Loch. Na, wo willst du es denn jetzt hin? Ja, da muss die Scheibe ans Loch, dass es nie wieder vor uns passiert. So, jetzt sieht es gut aus. Wir haben mal die Position gewechselt. Das Ziehen schneidet zwar arg in die Hände, aber die Scheibe halten ist auch nicht ganz ohne. Fehlen. Also wichtig, dass der Gummi hier rauskommt und außen auf dem Blech aufliegt, weil sonst die Scheibe oben nicht genug Platz hat. Kannst du bitte drücken, ist es klar? Warte. Das muss ich. Erstmal rechts und links. Das muss ich so. Nach unten noch. So, jetzt. Wollt ihr die Handschuhe anziehen? Jetzt ist hier der Faden abgeschnappt. Da müssen wir dann doch mit vorsichtigem Schraubenzieher-Einsatz den Gummi über die Kante hebeln. Dabei möglichst den Lack nicht beschädigen. Und natürlich auch nicht in den Gummi einspießen und den beschädigen. Zurück. Ganz einfach.